Die Hamburger Industrie leidet weiterhin unter der Energiekrise. Bürgermeister Peter Tschentscher forderte jüngst vergünstigte Energiepreise für Unternehmen. Im Rahmen des Masterplan Industrie wurden heute weitere Maßnahmen vorgestellt. Seit dem Mittag ist die Tinte trocken. Im Rathaus unterzeichneten Vertreterinnen und Vertreter aus Senat und Industrie den Masterplan Industrie. Er soll Unternehmen in Zukunft stärken. Denn aktuell sorgen insbesondere hohe Energiekosten für den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen gibt es seit geraumer Zeit die Verabredung, dass wir jedenfalls aus dem Norden heraus einen Industriestrompreis fordern. Den können wir in Hamburg alleine nicht einführen. Das ist eine bundesweite Aufgabe. Die Regulation, die Beihilfefragen, all das muss dabei berücksichtigt werden. Wir haben am Freitag letzter Woche einen Vorschlag bekommen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der diese Fragen konkretisiert. Da müssen wir jetzt anknüpfen. Ein solcher Industriestrompreis muss kommen. Denn der Industriesektor macht 40% der Umsätze der Hamburger Wirtschaft aus. Ein weiterer Punkt ist die Bereitstellung geeigneter Industrieflächen in der Stadt. Innerhalb des Masterplans verpflichtet sich die Stadt, mindestens 100 Hektar Industriefläche bereitzuhalten. Dazu zählt darüber hinaus die Sicherstellung von Infrastrukturprojekten, die diese Flächen nutzbar machen. Da geht es sowohl um das Thema Verkehrsanbindung, da geht es aber auch zum Beispiel um strombauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel das Thema Titicanal im Osten Hamburgs, wie das Thema Sedimentmanagement. Denn auch und gerade industrielle Produktion ist angewiesen auf Rohstoffimport über Wasser und über Erreichbarkeit über die Straße. Auch der Bau der geplanten A26 Ost sowie der Kölbrandquerung sollen daher nach Wunsch zeitnah umgesetzt werden. Zudem soll die Digitalisierung der Branche vorangetrieben werden. Etwa durch den Einsatz künstlicher Intelligenz oder der Nutzung von Hochleistungsrechnern. Aber auch, um sich künftig besser schützen zu können. Wir alle haben gehört über erfolgreiche Hackerangriffe auf wichtige Unternehmen. Wir müssen auch dort die Resilienz erhöhen und gleichzeitig die Digitalisierung weiter vorantreiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier starke Kompetenzfelder bekommen. Und auch das Quantencomputing, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Denn missbraucht erhöht er die Wahrscheinlichkeit, digital einzudringen in Unternehmen. In anderer Sicht ermöglicht er uns ganz neue Möglichkeiten der Kalkulation, der Planung. Nach 5 Jahren soll der Masterplan Industrie evaluiert werden.